Dieter Kurt ist ja ohnehin so etwas wie die Nemesis des FC Bayern München. Schon vor ziemlich genau einem Jahr hat er die kleinen Bayern besiegt, damals noch als Trainer des VfL Frohnlach. Und obwohl die beiden Teams in der Tabelle relativ eng beieinander stehen, ist es selbstverständlich ganz klar eine Partie David gegen Goliath. Bayern ist halt alles eine Nummer größer. Was aber scheinbar nicht groß genug ist, ist die Konzentration in der Anfangsphase. Die Bamberger verstecken sich nicht etwa. Nein, sie gehen früh drauf und suchen so die schnelle Balleroberung. Lukas Görtler über rechts, schön durchgesetzt. Der Flankenversuch geblockt von Cessa. Und Nicolas Görtler hält einfach mal drauf, trifft den Ball perfekt. Wahnsinn, 1-0. Herzlich willkommen in Bamberg, lieber FC Bayern München. So werden hier Gäste begrüßt. Nicolas Görtler, es ist schon phänomenal, was der für Abschlussqualitäten hat. Da können sich die Bamberger wirklich glücklich schätzen, so jemanden vorne drin zu haben. Ich habe mir gedacht, war schwierig zu nehmen, Dropkick. Der hat volles Risiko und hat ihn geil getroffen. Und dann war er drin. Auf jeden Fall, Nick, ein Mann, auf den man sich verlassen kann in Bamberg, wenn es um Tore geht, immer vorne dabei. Hast du wegen so auch das Gefühl, dieses Selbstbewusstsein, wenn ich vor dem Tor bin, ich mache die Kisten? Ja, vor dem Tor denke ich eigentlich nicht großartig nach. Es kommt einfach ins Ding und dann probiere ich einfach, was geht. Telefoniert. Siehst du es? Was auch weiterhin geht, ist das Pressing der Bamberger. Sie versuchen, einen geordneten Spielaufbau der Bayern unter allen Umständen zu unterbinden. Und das gelingt ihnen in der ersten Halbzeit auch geraume Zeit. Aber es kostet natürlich unglaublich viel Kraft. Und so nach und nach kommt der FC Bayern immer weiter ans Bamberger Tor heran. Weihrauch frei im 16er, aber Christoph Kaiser mit all seiner Routine macht er das ganz clever. Und ein Strafstoß war das nie und nimmer. Die Münchner zwar mit mehr Ballbesitz, aber ohne echte Torchancen. Ja, der Frust, der macht sich so langsam, aber sicher auch bei Trainer Erik ten Hag breit. Zumal die Violetten weiter versuchen, Nadelstiche zu setzen und das schaut auch spielerisch richtig gut aus. Wieder Lukas auf Nicolas Görtler, der steckt durch, auf Nikolai Altwasser. Die Bayern-Abwehr aber wieder sortiert.
FCB keine Sekunde lang abschreiben sollte, das erfahren die Bamberger in der 45. Minute. Mitchell Weiser und in der Mitte ist Tobias Schweinsteiger. Der 1:1 Ausgleich zum, und jetzt alle, psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt. Nix war bis dato zu sehen von Schweinsteiger, aber wird er gebraucht, dann ist er da. Ganz bittere Pille für den FC Eintracht. 1:1 schon die Wende bedeuten können, aber die Violetten brennen wie eine Fackel. Kevin Kühnlein hier im Ab. Abseits. 80 Sekunden später, in der 58. Spielminute, gibt es dann einen echten Tiefschlag für die Münchner. Klasse Pass von Kaiser in den Lauf von Nicolas Görtler. Was macht er? Vorbei an Torwart Räder, der wirft ihm quasi einen Ast in die Speichen. Und das direkt vor Schiri Hartmeier. Klare Sache, Strafstoß Bamberg. Daniel Scheffler tritt an und trifft mitten hinein ins rote Herz. 2:1, wieder führt Violett. Einfach ist es immer nett, aber man muss halt schauen, dass du den Ball irgendwie im Tor versteckst. Das ist gut gelungen, Gott sei Dank, hat sich der Torwart für die Anträge entschieden. Und wir wussten, wenn wir das Ding jetzt machen, haben wir doch eine gute Chance, das Spiel auch zu gewinnen. Gott sei Dank ist er rein und ja, dann muss man noch mal beißen. Das ist nett formuliert für das, was danach kommt, denn jetzt ist der schlafende Riese endgültig wach. Der Jubel hier allerdings verfrüht. Buck war im Abseits. Die Bayern spielen nun so etwas wie Chancenlotto. 0 aus 49. Den Anfang macht der eingewechselte Julian Green. Weiter geht's. Wieder Green. Aber Mario Aller mit Katzenreflex. Nächster Angriff. Diesmal ist zunächst Bastian Fischer dran. Geblockt. Nachschuss Strieder und auch er wird wohl noch Albträume vom Bamberger Keeper haben. Eine Chance haben auch die Violetten noch. Der wie aufgedreht spielende Lukas Görtler erdribbelt sich Platz. Toller Abschluss, aber auch Räder ist kein schlechter. Und dann... Ist es endlich soweit? Nach mehr als 4 Minuten Nachspielzeit pfeift Hartmeier ab. Die Sensation ist perfekt und das ausgerechnet zur Sandkerber Freitagabend.